Von Crunchips gibt's jetzt Fiesta Aioli Styled. Kartoffelchips mit ordentlich Knoblauchgeschmack im Aioli Style. Das klingt ganz schön geil. Ich stehe auf Knoblauch. Darum jetzt ab in den Test. Willkommen bei der Food Show. Ja, im Vorspann habt ihr das gesehen. Kartoffelchips von Crunchips mit Aioli Geschmack. Das ist was für mich, da bin ich sofort dabei, wenn es um Knoblauch geht. Ich liebe Knoblauch. Ich und meine Freundin sind auch sehr, sehr knoblauchresistent geworden über die letzten Jahre. Oder es ist schon mehr. Also erst das erste Jahrzehnt haben wir geschafft. Also wir essen sehr, sehr viel Knoblauch. Das muss man wirklich sagen. Also wenn wir Knoblauch essen, dann kann es auch mal schnell 2 Knoblauchzehen sein. Okay, die 9 Knoblauchzehen, die wir jetzt haben, da dürfen wir nur noch eine benutzen, weil die haben richtig Power. Und jeder, der bei uns isst, denkt immer so, boah, ey, wie viel Knoblauch habt ihr da reingemacht? Und so, was denn, war da nur eine Zehe? Also wir essen sehr, sehr, sehr gerne Knoblauch. Und bei Aioli und Knoblauch bin ich sofort dabei. Crunchips, Fiesta Aioli Style. Immer ein ganz wichtiges Wort, weil es ist ein Style, das heißt, es ist angelehnt an dieses Produkt. Was ist es genau? Es sollen Kartoffelchips sein mit einem cremigen Aioli-Geschmack. Also soll sogar eine Cremigkeit wiedergespiegelt werden. Da bin ich gleich mal gespannt, ob das wirklich klappt. Sonst ist es mit einer neuen Siegelprägung drauf gedruckt worden. 100% Kartoffel aus Deutschland. Finde ich ganz cool, wenn man das nochmal gezielt mit erwähnt. Wenn das wirklich so ist, das ist ein schönes Thema. Es sind keine Kartoffeln, die irgendwie aus der EU eingekauft wurden oder irgendwo anders auf der Welt. Es ist eine deutsche Kartoffel, die hier eingesetzt wird. Ich muss gerade drüber nachdenken. Ich habe vor kurzem einen Film geguckt, da ging es auch irgendwie um die, wir Deutschen sind ja deutschen Kartoffeln oder so. Das war irgendein Film, der war so auf lustig gemacht. Mir fällt da gerade nicht mehr ein, der Titel. Ich muss nochmal drüber nachdenken. Aber wir gucken mal auf die Zutaten-Nährwert. Es ist nicht viel drin. Wie ihr seht, es sind Kartoffeln mit Sonnenblumenöl geröstet. Das finde ich auch schön mit Sonnenblumenöl. 33% mit Salz, Knoblauchpulver, Zucker, natürliches Aroma, Hefeextrakt, natürlich. Damit wir wieder ein bisschen mehr von essen. Und Zitronensäure, das war's. 539 Kalorien auf 100 Gramm. Eine Tüte hat 150 Gramm. Ja, das sind sie. Ich habe sie im Supermarkt noch nicht gefunden. Ich musste sie mir online bestellen. Ich habe schon länger jetzt gewartet, dass ich sie mal im Supermarkt sehe. Sie tauchen für mich nirgendwo auf. In keiner der Märkte, in keiner der Prospekte. Wie gesagt, online findet ihr sie. Aber, ja, mal gucken, ob es sich überhaupt lohnt, die zu bestellen. Darum geht ihr jetzt eine Nahaufnahme und danach probieren wir sie. Und hier haben wir die Kartoffelchips auch einmal für euch, damit ihr sie euch einmal angucken könnt. Und wie ihr seht nicht viel. Es sind halt Kartoffelchips. Man sieht aber jetzt nicht viel von der Würzung. Das könnt ihr jetzt hier gerade besonders gut sehen. Also sie riechen nach Knoblauch. Sie haben so einen leichten Fettfilm. Was ich schön finde, es gibt so ein paar Ecken, wo man die Kartoffelschale so schön sieht. Und ich bin da kein Fan von. Eine Kartoffel muss für mich nicht ganz sauber sein und ganz gut geschnitten. Da kann ruhig ein bisschen Schale dran sein. Dann ja, ist es dieser schöne rustikale Stil. Ja, aber sonst kann ich, wie gesagt, nicht viel euch zeigen. Das sind sie und jetzt probieren wir sie. Und jetzt seid ihr wieder da. Man konnte, wie gesagt, nicht viel sehen. Ne? Ich habe mir 2 Tüten gekauft, nicht wundern, darum ist die eine Tüte auf und die andere nicht. Wir schauen jetzt mal. Ich finde das schön, wie gesagt, mit der Schale. Ich mag sowas, wenn die Kartoffel ein bisschen rustikaler aussieht. Das kriegt auch Crunchips immer ganz gut hin, muss ich sagen, gegenüber seinen Mitbewerber, der andere, mit Funny. Aber Crunchips hatten ja auch diese geilen Salzchips von diesen Rustik-Salz-Dinger. Ich blende sie euch hier oben mal ein. Ich finde die immer noch mega. Relativ kleinere Tüte finde ich gar nicht schlimm, aber die sind so rustikal. Da geht's, der Kartoffelgeschmack war total intensiv und einfach nur Salz drauf. Finde ich mega. Also wenn man hinbekommt, wirklich den klassischen Kartoffelchip klassisch nochmal auf ein anderes Level zu heben. Und das finde ich halt cool, wenn das geht. Statt immer irgendwelche Geschmäcker dran zu ballern. Ich habe nichts gegen Geschmäcker. Ich finde es auch mal schön, dass es mal Knoblauch-Aioli-Chips gibt. Und nicht immer nur Barbecue und so ein Kram oder irgendwelche abgedrehten Sorten, die wieso keiner nachkauft. Wir gucken mal. Ihr könnt in der Zwischenzeit, wenn ich jetzt probiere, vielleicht schon mal in die Kommentare schreiben, was ist eure Lieblingschipssorte oder euer Lieblingsgeschmack darin. Ist ein ganz interessantes Thema. Also ich bin wirklich sehr klassisch mit Salz. Sour Cream und Onion geht auch immer. Oder Knoblauch. Paprika, ja, klassisch. Aber das sind so die Klassiker für mich. Ich probiere. Also der Knusper war jetzt mega. Ich hoffe, das ist bei allen so. Also der Knusper ist super. Von Cremigkeit. Hm.
Die schmecken nach Knoblauch, daran scheitert es nicht. Es fehlt mir aber nur so dieses Bäm. Also da fehlt dann dieser letzte Knall, der dir so sagt, boah, geil, hardcore. Also nachdem man sieht, da so ein bisschen muss es sein. Ich habe mir mehr erwartet. Ich habe ja auch schon Knoblauchchips von anderen Herstellern getestet. Auch von einem ganz kleinen Start-up, wo man die Tüte noch in die Mikrowelle stellen konnte. Die waren krasser. Also die hatten einen richtigen Knoblauch-Feeling. Und das war wirklich, das war dieses Cremige, was ich meinte, was dann so butterig knoblauchig schmeckt. Und hier schmeckst du, die hatten leckeren Kartoffelchips. Also die schmecken auch nach Knoblauch. Aber ich habe mir halt mehr erwartet, wenn da drauf steht Aioli. Also erwarte ich mir noch viel, viel mehr Kraft. Also sie sind lecker, sie sind nur nicht der Hammer. Ich würde sie aufessen, ich würde sie mir aber auch nicht wieder kaufen. Mal schnell so zusammengefasst. Also ich esse die auf, ich esse auch die andere Tüte auf. Ich würde sie mir aber nicht gezielt wieder kaufen. Und ich sage, da fehlt mir noch was. Also da hätten sie ein bisschen mehr Mut zu Knoblauch. Also noch mehr einfach nur. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent Knoblauchpulver das jetzt hier sind. Aber da hätten sie sich einfach noch ein bisschen mehr wagen dürfen. Weil ich glaube, das erwarten wir. Das ist wie mit dem Thema Salted Karamell. Dass sie sich ja nicht an das Thema Salted wirklich wagen und immer nur so eine Prise dran machen. Wo ich den Mut, sage ich wirklich, wenn der Chipshersteller das wirklich mal sieht, das Video, macht euch das ja keinen nicht so viele Gedanken darum, ob es genau den deutschen Geschmack dann trifft mit dieser leichten Note. Knallt da mal richtig das Doppelte von rein. Macht es einfach. Er sagt, das wollen wir. Wir wollen Bam. Und das geht auch. Punktemäßig kriegen sie trotzdem solide 4 von 5 Punkte. Es sind leckere Chips, da könnt ihr nichts gegen sagen. Die werden euch schmecken. Aber ich erwarte halt für mich persönlich noch ein bisschen mehr. Ich bin gespannt, wie ihr sie findet oder ob ihr sie schon probiert habt, ob das genug Knoblauch euch ist oder ob ihr mehr wollt. Und schreibt das gerne in die Kommentare. Ich sage jetzt danke fürs Foodschauen. Wir sitzen halt in den nächsten Videos. Ich snack die Tüte übers Wochenende noch auf und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, ciao, euer Bob.